Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Pizza Connection Teil 3. Ja, wir sind in Kapitel 3. Ne? Wir haben unser zweites Restaurant am Start und der Bürgermeister hat so den ein oder anderen Wunsch, den wir erfüllen sollen. Das mit der Gewinnspanne haben wir erledigt. Das mit unseren Gästen, da arbeiten wir fleißig dran. Ja, der Rubel rollt auch so langsam. Ne? Wir haben jetzt 3 Schichten insgesamt, aber ich glaube, ich habe hier viel zu viel Möbel reingestellt. Ne? Die Kollegen sind gar nicht ausgelastet. Hier passiert einfach viel zu wenig. Hier ist zu wenig Betrieb, Freunde. Naja, aber wahrscheinlich haben wir einfach noch keinen Ruf, ne? Das muss ich noch rumsprechen. Und man sieht ja auch unser Einzugsgebiet. Ja, das sollte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen Werbung machen. Am besten hier vom Kino vielleicht, ne? Dass die Leute sich auch hierher verlaufen und feststellen, Mensch, hier gibt es ganz leckere, feine Pizza beim billigen Haubi, ne? Im La Vendetta und La Vendetta 2. Das funktioniert. Ich meine, unser kleiner Imbisswagen hier an der Schule, der rennt sowieso die ganzen Schüler, ne, die hier fleißig kommen und wir verdienen wir ja hoffentlich auch ein kleines Geld. Die Kinderpizza, genau. Oh, das mit den Zutaten ist hier ein bisschen schwierig, glaube ich. Unbrauchbare Zutaten entfernen, naja, gut, was soll's. So, hinfort damit. So, jetzt komm, auf geht's. Noch wird gearbeitet. Aber es verläuft sich keiner mehr. Ja, um die Uhrzeit, da ist einfach niemand mehr unterwegs auf den Straßen. Ne? Jetzt kommt der Polizist, interessant, und glitscht wieder durch die Textur. Das macht er besonders gern. Und jetzt wird gleich der Laden zugesperrt. Genau, jetzt geht man nach Hause. Gute Nacht. Wir schalten zu unserem Pizzawägelchen. Und da rennen sie uns die Bude ein. Genau, schau mal hier, da geht's richtig ab. Ja, ja. Vor der Schule noch richtig schön die dicke, fette Pizza reinpfeifen. Das scheppert. Okay, die Zutaten sind wieder da. Also irgendjemand hat Zutaten geliefert. Finde ich in Ordnung. Schauen wir mal kurz hier oben noch rein. Alles geht seinen Gang. 3 Schichten, das haben wir erledigt. Zweites Restaurant, Grundrisse durchschalten. Alles neu. Geld ist Macht. Und das mit dem unerwarteten Angebot? Da fehlt noch was, ne? Irgendwas fehlt da noch. La Vendetta erreicht eine Bevölkerungsgruppe besonders gut. Ach so. Das ist das hier oben. Touristen. Touristen erreichen wir besonders gut. Ja, kein Wunder, wenn man sich das hier so anschaut, ne? Da geht am meisten. Da geht richtig was. Ich bin mal gespannt, was so ein kompletter Tag, ohne dass wir Geld ausgeben, ne, was der so bringt. Schade, dass ich hier nicht sehe, wann der Laden auf hat. Dass ich da jedes Mal hier reinklicken muss, wie hier die Schichten sind. 18 Uhr bis 6 Uhr. 18 bis 6. Aber gut, das lässt sich ja ändern. Ne? Ich kann hier zum Beispiel hinten dran schreiben. 18 bis 6. Dann sehe ich das hier. Ganz einfach. Und hier haben wir auch 18. Nee, heute hier haben wir 12 bis 3. Also 12 bis 3. Huch, weil jetzt bin ich im falschen Laden. Moment. Den hier will ich umbenennen. 12 bis 3. Genau. Also, da haben wir das auch erledigt. Dann macht der hier jetzt vor uns, vor unserem zweiten auf. Moment, können wir hier gucken. Was macht hier das Lager? Sieht auch gut aus. Unbrauchbare Zutaten entfernen, ist nicht nötig. So, jetzt macht der Laden gleich auf. Da kommt das Personal. Genau, Koch und Servicekraft ist da. Liebe Freunde, ihr könnt reinkommen. Hier gibt es was zu essen, zu speisen. Da, schau mal hier. Ja, was geht denn da ab? Da wird diese eine Servicekraft noch ein bisschen, ne, am Kämpfen sein. Oh, schau mal, hier ist der Kollege. Der holt Zeug. Moment, die Fußgängerampel ist rot. Ist ja geil. Zebrastreifen und Ampel, oder? Ist das euer Ernst? Zebrastreifen und Ampel? Ah, hat gewartet bis grün ist. Ist ja lustig. Naja. Also Zebrastreifen und Ampel finde ich dann ein bisschen schwierig. So, du hast gewartet. Mal schauen, wie du jetzt zufrieden bist. Wahrscheinlich findest du jetzt die Wartezeit nicht so toll, ne? Genau, 71. Ja, wir brauchen hier, glaube ich, mehr Servicepersonal. Ja, die Wartezeit, die geht nach oben. Auf der anderen Seite rollt der Rubel, ne? Die ist schnell.
Die Francesca Pellegrin. Ah, ja, ja. Wir brauchen hier mehr Personal, wie es aussieht. Wir brauchen hier mehr Personal. Ich hätte es nicht gedacht, aber gut, ist so. Ne? Na dann. So, dann. Wen haben wir denn auf der Liste, der auch ins Budget reinpasst? Ja, ich will jetzt natürlich auch nicht extrem auf den Putz hauen, ne? Aber wir können ja mal so machen hier. Genau. Dass wir hier einfach auch eine gewisse Überschneidung haben. Dann haben wir hier haben wir zwei, hier haben wir zwei, hier haben wir zwei und um 3 Uhr. Und gerade da bräuchten wir eigentlich nochmal Power, ne? Gerade da bräuchten wir nochmal Power, weil wir hier eine extreme Spitze haben. Mhm. Stefano Di Moro. Ja, komm, das probieren wir. Dann haben wir hier für eine Zeiteinheit haben wir 3. Und dann haben wir hier 2 hinten raus, aber jeweils halt mit einem Koch. Da bin ich gespannt, ob die Köche hier vielleicht dann sogar am Limit sind. Mal schauen. Mal schauen, ne? Wir lassen uns überraschen. So. Da ist unser Vendetta 2. Wir geben wieder ein bisschen Gas. Schauen kurz auf die Zutaten. Unbrauchbare Zutaten haben wir keine. Ist gut. Jetzt mal auf den Laden kommen. Was haben wir hier noch? Achso, das ist immer noch das gleiche. 18 Uhr, Freunde. 18 Uhr. Also jetzt komisch, jetzt waren die Türen gerade offen, aber jetzt sehen sie wieder zu. Jetzt sind die Leute da, jetzt gehen die Türen wieder auf. Also das mit den Türen auf, Türen zu, das funktioniert noch nicht so ganz, glaube ich. Da kommt das erste Opfer, genau. Jetzt kommen die ganzen anderen Opfer. Jetzt haben wir auch plötzlich Frequenz hier bei uns im Laden. 2 Gruftis, 1 Tourist. Mhm. Der bestellt hier schon mal die verrückte Touristenpizza hier, ne? Die Mozzarella, die Runde. Oh, schon mal hier. Preis super. Wartezeit super. Service okay. Einrichtung super. Na, da geht was. Jawohl. Was mit dir? Hm? Wie findest du so? Oh, auch schwer begeistert. Okay, wir sind viel zu billige. So zum billigen Hobby. Wo kommen wir denn da hin? Na, der Koch hier. Auch fleißig. Ah. Und? Was sagst du? Schmeckt klasse, ne? Ja, aber hallo. Mhm. Das Mütterchen auch schwer zufrieden. Das rennt, schaut mal auf unser Geld. Einen brauchen wir noch. Einen Gast, das ist jetzt gleich erledigt, genau. Oh. Sehr schön. Läuft bei uns. Ja, jetzt macht man den Strom an, genau. Jetzt erstmal hier ein bisschen Cash aufs Konto, dann kommt der Strom. Vorher können wir uns das nicht leisten, das ist sehr, sehr anständig. Pizza ist König. Der erste Tag war ein kleiner Erfolg. Sie sollten immer versuchen, Ihren Kontostand zu verbessern. Überprüfen Sie Ihren Tagesbericht, um die Schwachstellen in Ihrem Restaurant zu finden und zu beseitigen. Das wird Ihnen dabei helfen, noch mehr Pizzas zu verkaufen. Ja, dann. 50 Pizzen sollen wir verkaufen. Ja, das passt ja. Aber so geldtechnisch ist das ja echt, echt geschmeidig. 2 von 3 haben wir erledigt, ne? Wenn das durch ist. 72 Stunden haben wir Zeit, also das sollten wir, denke ich, schaffen, ne? Das sollten wir schaffen. So, hier ist bis 3 Uhr nachts ist hier Betrieb, aber hier ist irgendwie kein Betrieb, stelle ich fest. Wieso ist hier kein Betrieb? Schau mal, die stehen hier jetzt alle faul rum. Keine alte Sau da. Und das obwohl hier eigentlich Leute sein sollten. Ah, jetzt schon mal, jetzt geht was. 2 Köche. Servicepersonal ohne Ende. Wir haben hier zu viel Personal. Ja, die stehen nur dumm rum. Wir haben hier zu viel Personal. Ja, das heißt, die sind zwar alle zufrieden, weil es furchtbar schnell geht und so. Aber das musste erst alles zahlen. Das musste alles zahlen, Leute. So, Abrechnung. Jetzt sind wir gespannt. Das ist La Vendetta, also der hier. Zulieferkette 100%. Erhaltene Zutaten.
Also, ne, damit kann ich nichts anfangen. Verarbeitete Zutaten, okay. Platz gefunden, 30 von 33. Wir sind zu klein hier, wir brauchen mehr Stühle. Bestellungen abgegeben, 30. Alle befriedigt, sieht gut aus. Das ist doch nice. So, wie sieht es hier aus? Wir haben Geld gemacht. Gestern, da ging was. Die Angestellten, was? 5.500 haben wir hier gezahlt. Insgesamt wahrscheinlich, ne? Das muss, ja, das war insgesamt, okay. La Vendetta, 2.200 Profit. 3.000 haben die Angestellten gekostet. Boah, Alter, 3.000, echt? Ja, das ist wahrscheinlich der Stundenlohn, ne? Was die Bezahlung bekommen, Zutaten. Ja, das ist okay. Bei unserem zweiten Laden, da haben wir richtig hingelangt. Da sind wir, glaube ich, echt zu billig, ne? Die sagen alle, die Preise ist super, aber wir sind offenbar zu billig. Naja. Noch sind wir zu billig, Freunde. Wartet mal ab hier, das kommt noch. Wir machen schon noch ein kleines Geld. So, hier stehen wieder zwei Leute rum. Servicepersonal. Eigentlich sollte hier der Punk abgehen, aber irgendwie passiert nichts. Irgendwie passiert nichts. Da kommen jetzt alle. Genau, zack. Jeder kriegt seine Pizza. Der ist zufrieden. Die ist zufrieden. Was ist mit dir? Hallo, wir schließen gleich. Auch alles gut. Naja, jetzt macht der Laden gleich zu, ne? Also die, auch Lager und so, das sieht alles sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Naja, das braucht eigentlich nichts. Unbrauchbare Zutaten entfernen, ja. Das sieht alles gut aus, wie ich finde. Wir haben ja bis 6 Uhr auf, also heißt er. Die Doppelschicht ist weg, genau. Jetzt ist nur noch eine Schicht hier, aber das sollte, denke ich, reichen. Tatori um 4 Uhr, ne? Halb 4 Uhr in der Nacht, da wird noch fleißig gegessen, das ist ja spannend. Unglaublich. Sie ist zufrieden. Service hat sie schon besser erlebt. Was ist mit ihm? Die ist auch sehr zufrieden. Okay, jetzt sagen sie auch, Preis ist, ne? Passt schon. Lukas Robinson. Ah ja, der war gerne hier. Also die merken sich das offenbar auch, ne? Wenn sie mal da waren und sagen, oh ja, ist gar nicht schlecht beim billigen Haubi. Don Haubinho. Ja, die freut sich auch ein Ast. Ne, die kommt wieder. Genau. Sehr gut. So muss sein. Ja, dann geben wir wieder ein bisschen Gas. Sechs Uhr, was heißt das? Um sechs macht die Schluss, oder was? Oder heißt das, um sechs geht die Sonne auf? Was heißt das hier? Keine Ahnung. So, wir sind wieder an der Schule. Genau, da geht der Wahnsinn weiter. Unser Kontostand wächst und wächst und wächst. Und wir zocken die kleinen Kinder ab. Jawohl, so muss es sein. Das gefällt uns. Ja, du bist auch zufrieden. Ja, schau mal hier. Kommt jeden Tag und pfeift sich ihre Pizza rein. Die Pizza Triangel. Bin schwer begeistert. Aber die Pizzen hier zählen nicht, gell? Die zählen... Das zweite Restaurant, okay. Das zählt nur das zweite Restaurant. Nur das hier zählt. Gut, wir geben wieder Gas. Gehen zu unserem Restaurant Numero Uno. Das macht um 12 Uhr auf. Da kommen die ganzen hungrigen Mäuler, die gestopft werden wollen. Unser Servicepersonal rennt hier wie verrückt. Der Koch schindet sich. Das sehen wir gern. Jetzt muss ich hier gerade nochmal mit den Angestellten schauen, ne? Ja. Okay, Unterstützung kommt um 15 Uhr. Ja, das passt. Das ist okay. Das reicht. Das reicht. So, was mit dir? Wadihu. Genau, also der ist zufrieden. Ja, die sind alle zufrieden eigentlich. Ja, die kommen alle wieder, Leute. Das sage ich euch. Die kommen alle wieder. Jawohl. Hallo, wer bist du denn?
Captain Ahab. Ach nee, du bist der Polizist. Das sah gerade komisch aus, ne? Die sind sich gerade irgendwie, die haben gerade überlappt. Das sah gerade sehr merkwürdig aus. Okay, kurz Lagercheck. Jawohl, passt. Achso, hier sieht man ja, wenn es unbrauchbar sind. Ich bin ein Idiot, ne? Es wird alles angezeigt, man muss bloß schauen. Man muss bloß schauen. So, hier gehört es um 18 Uhr auf, ja. Ja, im Endeffekt besteht hier vieles auch aus, ja, Beobachten, ne? Wie bei dem alten Pizza Connection, so ein bisschen Voyeur ist ja jeder von uns. Mhm. Beim alten Teil habe ich hier immer so Sprechblasen gehabt, gell? Die haben immer so ein bisschen was erzählt. Manchmal haben sie gesagt, ja, die Einrichtung und so. Und manchmal haben sie gesagt, oh, die Pizza und oh, der Preis und die Qualität, ne, ja. Und manchmal auch, lass mich in Ruhe, hau ab, Alter und so, ne? So lustige Sprüche zwischendrin. Kann er mich auch daran erinnern. So, was mit dir? Das gefällt dir, die Einrichtung, gell? Das denke ich mir. Mhm. Ja. Yeah. Der kennt uns noch nicht. Okay. Der wird gleich konvertiert, ne? Der Kollege. Der wird gleich konvertiert. Assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Kommt zu Haubinio. 2x Triangelpizza. Und wieder ein glücklicher Kunde, ne? Komm, iss schneller hier. Hallo, mach den Platz frei. Jawohl, wieder ein glücklicher Kunde, sehr gut. Das läuft. Ja, da kann ich jetzt wieder ein bisschen Gas geben, dass da was vorwärts geht. 18 Uhr, 19 Uhr, 30.000. Jawohl, und unser zweites Restaurant verscheppert auch schon. Genau. Da schaut doch mal hier, wie die Ameisen. Und der Rentner, der liegt ja mehr in seiner Pizza, als dass er sie isst. Das sah gerade auch ein bisschen komisch aus. Jawohl. Ein Servicepersonal derzeit. Mal kurz gucken. Der zweite kommt um 21 Uhr. Okay. Ja, haben wir ja gleich, ne? Gleich kommt die zweite Schicht. Der Mütterchen ist auch zufrieden. Fand vor allem den Preis richtig gut. Ach, die Pizza Kindersalami hast gegessen, ne? Dann. Jawohl. Da geht's ab hier. Schau mal. Es füllt sich und füllt sich und füllt sich und die Hälfte haben wir schon geschafft. Die Hälfte ist geschafft, liebe Freunde. Der zweite Koch ist da. Zweites Servicepersonal ist da. Und jetzt fehlen wieder die Gäste. Genau. Super Idee. Also ich habe so den Eindruck, das hier passt nicht so ganz, ne? Okay, wir haben hier eine Spitze, aber ich glaube, ich sollte die... Das Ganze ein bisschen verschieben. Wir sind hier in der Breite etwas größer aufgestellt als hier. Deswegen, ich glaube, ich muss das verschieben. Ich glaube, ich muss das so machen. Wir versuchen das mal so rum, ja. Ob wir da vielleicht ein bisschen besser fahren. Ja, die Studenten, das, ja, um die Uhrzeit sind die Studenten doch zu Hause im Bett. Also bitte, hallo. Ah, wobei, nee, Studenten. Entschuldigung, Studenten. Ja, ich habe es mit Schüler verwechselt. Studenten, ne? Jetzt könnte man wieder lustige Klischees und Vorurteile raushauen, aber nö, lassen wir mal. Machen wir nicht. Wusel, wusel, wusel. Jawohl. Gebt uns euer Geld. Dankeschön. So, schauen wir mal. La Vendetta. Lieferkette passt. 1%, das blenden wir aus. Verarbeitete Zutaten, Besucher, jawohl. Platz gefunden, 32 von 34. Pizza erhalten, stelle mehr Köche ein, schnelleres Personal, ja genau. La Vendetta 2. Hier sieht alles gut aus, alles soweit erfolgreich gepackt. Diese erhaltenen Zutaten, ne, das blenden wir wie gesagt aus. Das ist die Kundenmeinung. Einrichtung Spitze. Ich kann mich nicht über die Pizza beschweren. Service ist okay, Wartezeiten sind wirklich kurz. Ich kann mich nicht über die Wartezeiten beschweren. Gut, was ist hier? Einrichtung super, Service super, Wartezeit super. Der Rest ist okay. Na gut. Wettkampf. Was ist das hier? Achso, das ist dann mit der Konkurrenz wahrscheinlich. Na gut. Unternehmen, letzte 24 Stunden. Hey, was? Aha. Naja, wie auch immer. Finanzen. Schauen wir kurz.
Wie profitabel sind wir? Okay, unser Pizzawagen hat recht ordentlich Gewinn gemacht. Ne, das Restaurant Nummer 1 macht weniger Gewinn als unser Pizzawagen. Das ist sehr bedenklich. Restaurant Nummer 2 macht im Endeffekt fast identisch Gewinn wie unser kleiner Wagen. Ist das normal, dass unser Pizzawagen am meisten Gewinn macht? Ich glaube nicht, oder? Das stimmt doch irgendwas nicht. Na gut, da haben wir halt auch so gut wie keine Unkosten. Da müssen wir schon ehrlich sein. Da haben wir fast keine Unkosten. Menükarte, Vendetta. Weißt du was, wir hauen hier einfach mal einen raus, oder? Virkomana, ist doch wurscht. Wir hauen hier einfach mal die Speisekarte voll. Es finden ja bis zu 10 Rezepte Platz. Also was soll's. Unbrauchbare Zutaten entfernen. Die billigen Zutaten unter 50% hauen wir auch raus. Ja, dann kann der Lieferjunge wieder losrennen. Werbung gibt's noch nicht. Gut, ist offenbar noch nicht freigeschaltet. Müssten wir erst noch an den Start bringen. So, wie sieht's hier aus? Lager verwalten. La Vendetta 1. Die alten Zutaten fliegen raus. Genau. Zack, wir wollen frisches Zeug haben. Für unsere Gäste, ne? Ja, und auch hier viel zu viel Personal. Ne? Wobei es komisch ist. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich. Aber es ist zu viel Personal. Schick sagt, hier ist zu viel Personal. Ja. Okay. 12 bis 3 Uhr. Also heißt, die Köche brauchen wir, aber ich glaube, beim Service können wir auf jeden Fall was deichseln. Zugewiesen. Schauen wir mal. Stefano De Moro. Wie kann ich den entlassen? Ach, die sind so sortiert, oder wie? Nicht zugeordnet. Zack, zack, weg. Okay, tschüss, ihr seid raus. Freunde, ihr seid entlassen. Ihr nixigen Hunde, ihr. Hartes Urteil, ich weiß. Uhr. Ja, da ist die Primetime. So machen wir das jetzt. Genau, zack. Wir versuchen es einfach mal so nicht. Gleich mal Personal entlassen. Haubi, herzlos. So läuft es bei uns, verstehst? Wenn nicht spurt, fliegt raus. So. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Ne? Wir können gleich wieder ein bisschen Gas geben. So, jawohl, passt. Kapazität überprüfen, Lager, das müsste jetzt aufgefüllt werden. Bitte danke, wenn es irgendwie geht. Der Lieferboy, wann kommt er? Um 9, ja, ja, um 9. Okay, wir sind gespannt. Schauen mal, jetzt ist gleich 8 Uhr 40, 45. Was macht der Lieferjunge? Da kommt er, da rennt er los, rennt zur Subway. Wie lange dauert das, bis das Lager voll ist? Da kommt er, schwupp. Okay, eine Stunde war er unterwegs. Eine Stunde dann mit der, ne? Mit dem Finger in der Nase gebohrt. Touristen immer noch. Ja, genau. 12 Uhr, gleich geht's los. Na, der macht das Lager aber auch nicht weiter voll, stelle ich fest. Jetzt ist geöffnet. Wenn jemand erlaubt, achso, hier Lagernutzung einschränken. Nee, 100%. Warum macht er das Lager nicht voll? Wahrscheinlich, weil er sagt, mehr braucht man gar nicht, ne? Und dann wird das Zeug ja bloß alt und schlecht und dann geht's kaputt. Wobei, jetzt rennt er wieder los. Okay. Mattia Caputo, du machst das schon richtig. Mhm. So, wer bist du? Ah, du bist der begeisterte Pizza Romana-Esserin. Und Dago Pizza Romana. Wieso heißt die so komisch? Die haben wir doch umbenannt. Das ist doch unsere Firma. Die ist doch zum billigen Haubi. Das, also, wieso heißt die Montago Pizza Romana? Ja, wahrscheinlich, weil es Kampagne ist, ne? Vielleicht deshalb. Ich habe gedacht, wir haben uns umbenannt, aber... Naja. Was soll's. So, wir geben ein bisschen Gas. Da kommen die Gäste. Jetzt wäre natürlich eine zweite Schicht nicht schlecht. 13 Uhr, 14 Uhr. Komm, auf geht's. Ja, wir haben gespart, ne? Ja, 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 ja. Wir müssen sparen. 15 Uhr kommt der zweite, jawohl. Jetzt haben wir zwei Service.
Und jetzt sind die Kunden nicht mehr da. Es ist echt sehr geil. Es ist total geil. Zwischen 15 und 18? Ja, gerade hier macht es eigentlich keinen Sinn, gell? Eigentlich braucht man es einen Tick weiter hinten. Eigentlich brauchen wir es hier. Hier brauchen wir das zweite Servicepersonal. Ja. Oh, wir haben es gepackt, Leute. Schau mal hier. Globalisierung. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Ich freue mich sehr, dass Sie sich in der Geschäftswelt Roms etabliert haben. Ich schätze, Sie stehen jetzt auf eigenen Füßen. Auch übrigens, jemand hat einen Brief ans Rathaus geschickt, der an Sie adressiert war. Ich weiß nicht, wer ihn geschickt hat, aber es scheint wichtig zu sein. Ein anonymer Brief behauptet, dass ein kleines Restaurant an der Seine einst das Lieblingsrestaurant deiner Eltern war. In Frankreich. Oh. In Frankreich. Oh. Rom läuft. Paris ruft. Du brauchst nicht zweimal nachzudenken, oder? Werte Freunde, es geht nach Frankreich. Naja, die Stadt der Liebe, ne? Wieso nicht? Wieso nicht? Ah, hier, schau mal, zum billigen Hobby. Wir haben es doch umbenannt. Also keine Ahnung, warum jetzt unsere Kette nicht so heißt. Egal. Die Stadt der Liebe. Paris, genau. Wir werden Geheimnisse erfahren. Oh, das klingt gut. Das klingt spannend, liebe Freunde. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Für heute ist Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Pizza Connection 3. Vergesst wie immer nicht, das Video zu bewerten. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.